Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnittchen-Duell. Heute hallo. Kämpfen Jonathan und Sebastian gegen Christian und Dennis. Zwei Zweierteams, die versuchen, euch einzuschätzen, wie ihr auf die Umfrage geantwortet habt, die unter der letzten Folge war. Und diesmal könnt ihr auch schon für die nächste Folge wieder die Umfrage beantworten. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir fragen euch da verschiedene Dinge und unsere Kandidaten versuchen zu tippen, was ihr auf die Fragen geantwortet habt. Und das versuchen sie in zwei unterschiedlichen Varianten. Am Anfang in der Schnellraterunde. Und da treten alle nacheinander an. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alle rausschieben, bis auf Jay-Zep. Wer ist bei euch der Captain? Jay. Alle bis auf Jay muss ich jetzt. Jay-Zep klingt fast geht so wie weg, so ein ihr niederes Schlagermusiker. Volk. Ja. Jay-Zep! Durch den Wind. Also, Sebastian. So, Jonathan. Ja. Yeah. Ich darf heute moderieren. Normalerweise ist Schnittchen-Duell so ein bisschen dein Thema. Ich versuche es so gut wie möglich hinzubekommen, weil jetzt geht es um Geschwindigkeit. Ja. Du hast 20 Sekunden Zeit, um in 5 Kategorien eine Antwort zu geben. Lies dir nochmal vorher die Aufgaben, die Fragen alle durch. So, damit du sie einmal im Kopf hast. Das hilft. Okay, wie danke immer für den Hinweis. Also, ne? Beim 4. wirst du es halt haben, aber wie auch immer, mach wie du möchtest. Deine Zeit läuft, nachdem ich die erste Kategorie vorgelesen habe. Ich werde nur bei der sagen, nenne. Danach werde ich das Nenne einfach weglassen und einfach nur die Kategorie sagen. Okay. Ja, damit ich noch weniger Zeit verschwende als notwendig. Okay. Dann läuft deine Zeit, sobald ich die erste vorgelesen habe. Und die erste... Warte mal, ich muss auch die Zeit richtig einstellen, denn du hast 20 Sekunden Zeit. Viel zu wenig. Die erste ist, nenne deinen Lieblingstee. Pfefferminz. Eine der ersten 150 Pokémon. Pikachu. Zahl von 1 bis 100. 100. Beliebte olympische Disziplin. Schwimmen. Bester Charakter im Marvel-Universum. Spider-Man. Zahl von 1 bis 10. 10? Alles klar. Ach so, Leute. Ich finde, ich habe das gut gelöst. Okay. Okay. Ja, gut, ich hoffe. Ja, boah, Alter. Eine Zahl von 1 bis 10, als ob. 100 könnte aber schwierig sein, sag ich mal, Alter. Ja, also die 100er halt Frage habe ich falsch vorgelesen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Warum kommt denn zweimal so, wie 1 bis 10? Und dann, boah, Alter, das ist die schlimmste Runde von allen, aber ich bin nicht geht besser. Also du hast gesagt, Pfefferminztee, Pikachu, 10, Schwimmen und Spider-Man. Ja, geht besser. Aber Sepp wird mich da richtig gut covern, glaube ich. Naja, war auch alles in der Zeit, alles gut. Sepp ist jetzt der Nächste, den ich ziehe, ne? Ja. Ja, also erst die beiden Teams fertig machen und dann das andere Team. Ja, wie du möchtest. Ja, okay, Sepp kommt jetzt. Hallo Sebastian. Hallo Peter. Du hast im Vergleich zu Jonathan mehr Zeit, du hast nämlich 25 Sekunden Zeit. Mhm. Und ich werde sofort deine Kategorie vorlesen mit Nenne. Und danach werde ich das Nenne weglassen, sondern einfach nur noch die Kategorie, damit wir noch weniger Zeit verlieren. Ja. Okay. Bist du ready? Ja. Die erste Kategorie lautet: Nenne deinen Lieblingstee. Pfirsich. Eine der ersten 150 Pokémon. Pikachu. Glumanda. Zahl von 1 bis 10. 10. 1. Olympische Disziplin. Weitspringen. Bester Charakter aus Marvel-Universum. Iron Man. Alter. Ja, gibt das. Wie kam dieses K über meine Lippen? Was ich kam über deine Lippen? Hey, egal, ich sag nichts. Ich hab K angesetzt, weil ich an für Captain America gedacht habe. Aber mein Unterbewusstsein hat mich getreten und gesagt, Iron Man! Hey, Captain America ist einer der Besten. Deine olympische Disziplin war Weitspringen, oder? Mhm. Ja. Ja. Hab ich auch so verstanden.
Ja, sehr gut. Mal nachfragen, sicherheitshalber. Vielleicht habe ich genuschelt. Ich bin da in dem ich bin auch in Steno-Reden. Ja, ich mache ja auch nur Kurznotizen und habe Witschen geschrieben. Witschen? Okay. Alter. Vielleicht habe ich auch das gesagt. Ja. Okay. Hat alles funktioniert, war auch in der Zeit, alles super. Und jetzt sehe ich den Captain. Moment, ich muss ihn mal fragen, wer überhaupt der Captain ist. Captain America. Yo, wer von euch ist denn eigentlich der Captain? Ich. Okay. Dann sehe ich Bram. Okay, Bram. Ja, Kapitän Bram meldet sich zum Dienst. Kapitän! Du hast wenig Zeit. Nur 20 Sekunden. Genau, die läuft, sobald ich die erste Kategorie vorgelesen habe. Ich mache das beim ersten noch mit Nenne. Danach werde ich das Nenne weglassen, sondern sag einfach nur, ich schreie die Kategorie einfach rein, okay? Alles klar. Damit das schneller geht für dich. Deine Zeit läuft, sobald die erste Kategorie kommt. Und die erste Kategorie ist, nenne deinen Lieblingstee. Zitrone. Eines von den ersten 150 Pokémon. Pikachu. Zahl von 1 bis 10. 2. Beliebte olympische Disziplin. Fußball. Bester Charakter aus dem Marvel-Universum. Iron Man. Perfekt. Stark. So. Fußball ist beliebt. Eine olympische Disziplin. Beliebt. Gib it. Easy Snack. Gut in der Zeit auch gepasst, gar kein Thema. Und dann fehlt nur noch Christian. Hallo Christian. Hallo Peter. Du hast sofort 25 Sekunden Zeit, um mir bei 5 Kategorien deine Antwort zu geben. Oder was du denkst, was die Zuschauer gesagt haben. Mhm. Ich sage am Anfang nenne, danach lasse ich das nenne weg und sage einfach nur noch den Kategorie-Obertitel, um so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden. Sehr gut. Dein erste ist... Warte, was machst du für ein Geräusch, wenn das nicht stimmt? Okay. Eine Ente. Warte mal. Das ist okay. Okay. Nenne deinen Lieblingstee. Zitrone. Kamille. Eines von den ersten 150 Pokémon. Pikachu. Bisasam. Zahl von 1 bis 10. 7. Beliebte olympische Disziplin. Speerwerfen. Bester Charakter aus Marvel-Universum. Thor. Alles klar. Für wen? Für Jay? Ja. Okay. Hat funktioniert, hat alles zeitlich funktioniert. Uiuiuiui. Ist das aufregend, auch als Moderator, muss ich sagen. Alter, wie komme ich, was habe ich gesagt? Kamille? So eine Scheiße. Ich trinke so. Aber es gibt Kamillentee. Also ja, aber von Kamillentee daher ist ekelhaft. Kommen wir zu Team Nummer 1. Und Frage Nummer 1. Falsch verstanden? Wieso? Ich weiß es nicht. Nenne deinen Lieblingstee. Ja, okay. Da hast du gesagt, Jonathan, Pfefferminztee. Ja. Wie kann man das denn falsch verstanden haben? Ich sag einfach mal nur Pfefferminz. Weil... Das passt doch. Ihr werdet ja sehen, was für Antworten da noch gekommen sind. Dann. Während Bram... Habt ihr erst die Teams immer gemacht oder hin und her? Ich schmeiß einfach alles rein. Aber alles klar. Okay, Team 1 hat gesagt Pfefferminztee und Pfirsich. Vielleicht wegen echt? Eistee? Ja, ich hab erst an Eistee gedacht und war dann also, so, nein, egal, ja, Zeit und so. Tee. Ja. Team 2 hat gesagt, auch welche gesagt es, gibt, haben. Es gibt Käsekuchentee. Also, ja, heiße Liebe finde ich am geilsten. Erdbeer-Vanille. Team 2 hat gesagt, nee. Zitrone und Kamille. Also Kamillentee. Das ist echt der Lieblingstee. Kamillentee. Das musst du mal atmen. Oh. Wenn du krank bist. Jetzt kannst du die Punkte verteilen. Erst die Punkte verteilen? Okay. Ja, ja. Alles klar. Pfefferminztee ist die zweitbeste Antwort. Oh, ey, komm, als ob. Nicht schwarzer Tee oder Eistee? Pfefferminztee ist die zweitbeste Antwort mit 9. Wow. What? Okay, das ja, aber es gibt krass. Halt so viele Teesorten. Es gibt viele unterschiedliche, das ist Sind absolut Pfirsich korrekt. Ist die Nummer 1 oder Mate-Tee. Ist gut für meine Kamille. Mate-Tee. Zitrone ist immerhin mit 2 Pünktchen dabei. What? Immer denn. Heftig. Kann man machen. Das ist für mehr. Dann ist Kamille doch nicht dabei.
Kamille ist bestimmt Top-Antwort. Früchtetee könnte die 1 sein. Wenn Zitrone so weit, also wenn Zitrone nur 2 hat. Ja, ist ein blumiger Garten oder so ein Scheiß. Pfirsich. Blumiger Garten. Ist dabei. Mit einem Punkt. Ja, Jay. Oder hast du die, warte mal, machen wir das denn immer so? Ja, nee, mach so. Okay. Schreib zusammen. Was? Okay. 10 Punkte also für Team 1. Kamillentee. Top Antwort, 30. Never. Ist die von euch zumindest zweitbeste genannte Antwort. Es ist nämlich mit 4 Punkten dabei. Immerhin. Oh. Immerhin. Top Antwort ist tatsächlich der Schwarztee. Oder schwarzer Tee. Wer trinkt denn das gerne? Ich? Dann noch Früchtetee, Kamille. Also Schwarztee ist ja doch nicht nur einer, oder? Das gibt's nicht. Ja, aber so purer schwarzer Tee ist halt schon echt fies. Sagt sie der Mathe-Trinker. Okay, Frage 2. War, nenne eines der ersten 150 Pokémon. Oh Gott. Boah, gut. Da hab ich aber alles mehr alle gesehen. So völlig... Lüge entleist. Ja, so völlig überrumpelt. Aber Jonathan hat dann Pikachu gesagt. So wie alle? Ja, das haben wirklich alle gesagt. Wirklich alle. Ja gut, ich muss ja versuchen, die Top-Antwort zu holen, ne? Das ist richtig. Ja, das hat dann genauso natürlich auch Brammen gesagt. Das Problem ist, die Leute sind nicht bei Bisasam, sondern die sind eher hier bei dem anderen, wie heißt denn der Feuer? Glumanda, genau. Oder Glurak. Ja, die Glurak hatte ich die ganze Zeit. Ja, stimmt, Glurak wäre smart. Naja, Glumanda hat aber auf jeden Fall Sebastian gesagt. Und Christian hat sich dann für Bisasam entschieden. Wenn Bisasam mehr Punkte hat als Glumanda, Alter, dann glaube ich nicht, dass er mehr Punkte hat, aber die Leute haben auch keine Ahnung. Top-Antwort ist Pikachu. 19 Punkten. Ihr habt ihr auf jeden Fall schon mal beide. Ja, Mogelbaum. Gen 2. Bisasam ist auf Platz 3 mit 7 Punkten. Kacke. Aber Glumanda ist 2, ne? Glumanda ist 2 da. Glumanda. Soll der 5, weil Glurak auf der 2 ist. Komm, bitte. Das wird bitter. Ist 2. mit 11 Punkten. Yes! Nice! Jetzt habt ihr da 4 Punkte mehr. Shiggy, nach Glumanda kommt Bisasam, dann kommt erst nochmal Glurak und dann kommt Shiggy mit 5. Oh. Na, guck mal. Ja, alle Shiggy-Hater. Ja. Dann so eine, die so auch eine Frage so, nennt eine Zahl von 1 bis 10. Das fand ich ne, Peter? Interessant. Das ist aber okay. 1 bis 10. Das ist aber okay, genau. Weil da hast du ja nur 10 Zahlen zur Auswahl. Ja. Oder 100. Jay hat sich für die 10 entschieden. Als erstes, oh, die steht dann auf der rechten Seite. Und Bram für die 2. Sebastian dann für die 1. Und Christian für die gute alte 7. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das mit Weil tendenziell dachte ich, zwischen 1 und 10, wenn du 1 und 10 nimmst, das wird am häufigsten genommen, weil... Das gibt dir die Frage schon vor. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber die könnte auch zwischen 1 und 10 sein. Das heißt, die 1 und die 10 sind raus. Ja, ich das so verstanden sein. Haben. Ja. Die 10 ist Skala von 1 bis 10, sagt man ja immer. Und nichts eher zwischen 1 bis R. Hm? Ja. 10 ist zweitschlechteste Zahl. Die schlechteste ist 3,14. Oh, Pi, die gab's wirklich 3,14. 3,14 gab's. Es gab 10, Pi. Aber 10 immerhin 2 Pünktchen. Ne? Komm, mitnehmen. Alter, zwischen 1 bis 10 und dann nur 2. Ja, komm, wir müssen noch ein bisschen wieder. Aufholen hier gerade. Ja, die 2 ist ihr holt jetzt ein bisschen Kacke. Auf. Die 2 ist nämlich die drittschlechteste Zahl. Oh. Gibt dann 3 Pünktchen. Die 1 ist die viertschlechteste Zahl. Nein! Ach komm, Alter, ihr seid so dumm. Komm schon, lass nicht die 7 jetzt die schlechteste sein. Okay, pass auf, woraus schließt du denn bitte jetzt, dass bei all den Zahlen, die noch übrig sind, die 7 die Top-Antwort ist? Weil 7 ist so eine magische Zahl. Was? Ja, erstmal die 1, die gibt 4 Punkte. Also kommt ihr da auf 6. So. Ach, Kacke. Ich fand die Frage eigentlich super, weil die ist so schön random, da kannst du einmal kurz den Kopf wieder leer machen, um dann die restlichen beiden zu beantworten. So, nach der 1 kam die 9, dann kam die 6, dann kam die 5, dann kam die 3, dann kam die 4, dann kam die 8 und es bleibt nur noch eine über, die Top-Antwort, die 7. Als wenn du die Top-Antwort hast und die gibt jetzt 6. Das gönnt euch richtig. Das gönnt euch 25 Punkte. Alter, ja, jawohl. So nämlich, der Klaus. So eine Scheiße. Ah, wunderbar.
warum denn die 7? Ja, wir holen das auf mit der nächsten Frage. Ja. Olympische Disziplin. Da ja. wurde vorgegeben. Safe. Von Jonathan. Das ist Schwimmen. Deswegen, da gibt es ja nicht nur 10, sondern wie viele olympische Disziplinen gibt es? 50? Viele. Oh, keine Ahnung. Viele. Von Brammen, Fußball. Von Sebastian dann Weitspringen. Und von Christian Speerwerfen. Das ist halt die Frage, ob die halt Leichtathletik zählen lassen zum Beispiel oder halt Schwimmen überhaupt, weil es gibt ja einfach auch Kraulen, Brustschwimmen und was weiß ich, das ist halt auch so eine Sache. Ja. Problem, was ich bei Speerwerfen ein bisschen sehe, ist, das ist nicht mal bei Tokio 2020 mit drin gewesen. Oder? Ja, ja, da gab es nur Hammerwerfen. Aber da gab es auch nicht alles. Ja. Schwimmen ist dabei. Hat mal besser BMX gemacht. Gibt 6 Punkte. Oh, 6 ist schon mal ganz gut. Oh. Der Menge an Zahlen, aber der Menge an Themen. Weitsprung ist auch dabei und gibt 5 Punkte. Und damit kommt ihr auf 11. Oh. Fußball, top Antwort, 63. Also wenn man überlegt, 63. Fußball ist dabei mit einem Pünktchen. Oi. Ist ja olympisch. Ja. Aber Speerwerfen, ja, aber ne? Ja, keiner Speerwerfen ist, hat mehr als Fußball. 2. Dreimal so viel wie Fußball, gibt 3 Geil. Punkte und damit holt ihr da 4. Guck mal, das ist okay. Jetzt ist wieder knapp. Jetzt ist wieder knapp. Aktuell das Team. Die Top-Antwort. Achso, Entschuldigung, ja genau. Die Top-Antwort ist 100-Meter-Sprint mit 10 und Schwimmen ist schon die 2. Ach krass. Weitsprung die 3, Speerwerfen die 4. Krass. Also ihr habt von den Top 4... Also habt ihr verschissen. Ja, warte mal, also da müssen das ja echt unglaublich viele sein. Also wenn... Ja, also klar, hier noch vorgegeben ist noch Stabhochsprung, Biathlon, Hochsprung, Fußball, Fechten, Skispringen, Kugelstoßen, Tischtennis, Rudern, Leichtathletik, Bogenschießen, Tennis. Aber ab Fußball geben alle nur noch einen Punkt. Das ist ein spannender Sport. Bogenschießen, Tennis, wie geht das? Ja, Bogenschießen, Tennis ist ziemlich gefährlich, der Sport. Aber sehr aufregend zu gucken. Ich würde mir, glaube ich, sehr gerne angucken. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, und dann haben wir noch von euch gewünscht, den besten Charakter aus dem Marvel-Universum. Ah, da wird Iron Man die Top-Antwort sein. Das ist mir eingefallen, nachdem ich Thor gesagt habe. So eine Scheiße. Ich hatte erst Captain America im Kopf und dann dachte ich mir, das hassen alle außer ich. Captain America ist super. Spider-Man genommen, weil ich wusste, die Filme sind toll. Ja, ich finde die auch gut. Deswegen. Spider-Man? Spider-Man ist auch Spider-Man ist halt die Lappen, Alter. Spider-Man und Iron Man dürften sehr weit oben sein. Sebastian war für mich Iron Man, ganz klar. Und Far From Home, oder nee, No Way Home war ja der letzte größere Marvel-Film. Ja, Christian Bramm hatte ich da, denn der hat Iron Man genommen. Nice. Also gut, dass du nicht Iron Man genommen hast, weil sonst hättest du ein gekriegt. Genauso wie Bram hat auch Sebastian Iron Man genommen. Das ja, ist wie belastend. Selbst schon predicted hat. Und dann haben wir noch... Wieder zweites? Thor. Thor ist auch stark. Da kommt jetzt der Neue raus. Da könnte vielleicht gerade wieder so ein Hype sein. Das kann natürlich sein. Aber die Frage ist schon ein paar Tage alt, ne? Von wann die Fragen oder Antworten gestellt wurden. Also der Trailer von Thor kam, glaube ich, gestern raus. Ja. Der nächste Thor ist doch Natalie Portman, oder? Also müsste Thor 3? Eigentlich. Ja, ja. Nee, 4. Thor 4. Also weil sicher, Thor wird ja jetzt weiblich. Ist. Oh Gott. Okay, Spider-Man gibt 10 Punkte. Das ist okay, das sind gute 10 Punkte, die nehme ich. Gibt ja auch eine Menge Marvel-Charaktere. Du musst eh den Unterschied zu Thor machen, also ist das schon ganz gut. Captain Marvel hätte ich mir nehmen sollen. Ah, jetzt kommt das. Gibt 6 Punkte. Ja, das ist okay. Oh, reicht. Ihr seid auf jeden Fall 3 Punkte in Führung. Drei vorne. Aber Iron Man gibt dann nochmal 16 drauf für beide. Ist auch die Top-Antwort. Schmutzcharakter. Also 26 hier und 22 hier. Wieso bin ich eigentlich mit Jay in einem Team? Weißt du, ich wusste, dass du Iron Man sagst, deswegen habe ich was anderes genommen. Also ihr habt die Top 3. Du hast Schmutzcharakter gesagt. Komplett abgedeckt. Ist ja auch einer. Ich glaube, Iron Man kommt gleich mal vorbei und klatscht ja. Was haben wir abgedeckt? Die Top 3, also Iron Man, Spider-Man, Thor oder was? Ja, das war die Top 3, genau. Ant-Man ist viel cooler als Iron Man. Alter, Junge. Alter, wir sind leider bei Pizza noch zu viert. Ja, wirklich. Unterschreibe ich sofort. Es kommt noch Doctor Strange. Und dann die Eternals, Alter. Die waren noch besser. Hulk, Loki, Captain America, Batman. Was ist mit Honey? Black Widow ist noch dabei, würde einen Punkt geben. Aber dein Ant-Man ist nicht mal am Stissel. Als ob Honey einfach nur einen Punkt gibt. Das ist ja echt enttäuschend. Alter, Ant-Man. Damit haben wir die Schnellradrunde beendet. Squirrel Girl will ich endlich sehen. Batman, gibt's Batman-Punkte?
Batman hätte tatsächlich einen Punkt gegeben, ja. Nein, das war so klar. Geil. Aber ist, glaube ich, der einzige DC-Superheld, der hier auftaucht. Okay, damit ist die Schnellraterunde beendet und wir kommen jetzt quasi zum Hauptteil, die Hauptrunde, wo die Teams gegeneinander antreten. Ich bitte die Team-Captains an die Buzzer. Der Buzzer freigegeben gerade? Ja, einen Test-Buzzer mal bitte. Jo, hat funktioniert. Alter. Technik läuft. Irgendwann, was du sagen musst, wer gebuzzert hat, bevor die Antworten rauskommen. Ja, also wer gebuzzert hat, bitte nicht direkt antworten, sondern auf meine Zuweisung warten, bitte. Okay. Die Frage lautet wie folgt. Wer ist denn dran? Team Captains. Die Team Captains. Ah ja, okay. Habe ich jetzt gesagt. Habe ich vielleicht. Schade. Ich war schon zu konzentriert. Ja. Ich möchte von euch wissen. Andersrum. Wir haben 24.342 Schnittchen befragt. Was? Nennt uns den besten Fußballer aller Zeiten. Jonathan. Cristiano Ronaldo. Cristiano ist nicht Messi. Ist dabei. Das ist belastend. Aber nicht die Top-Antwort. Scheiße. Lothar Matthäus, Christian, würde ich nehmen. Ich bin gar nicht Team-Captain. Ach so. Bram, Lothar Matthäus. Bram ist der Team-Captain. Der muss jetzt sagen. Ja, wir nehmen Messi. Ihr nehmt Messi. Das ist die 3. Das ist doch dieses Seeungeheuer, ne? Messi ist die Top-Antwort. Ihr bekommt diese Kategorie wie zugewiesen. Wie viele Punkte? Messi-Punkte auf... Achso, das soll ich jetzt auch schon sagen. Ja, klar. Wie viele Messi-Punkte? Das ist ja immer mit 100 zusammen. 38. Ronaldo 28, Messi 42. Wow. Und dann nochmal die Frage, die besten Fußballer aller Zeiten. Genau, also Bram hat jetzt ja die Antwort gesagt. Genau, ich bin dran. Damit ist Christian dran. Ja, ich möchte natürlich noch ein bisschen Zeit rausholen, um mit Bram noch ein bisschen Zeit dazu überlegen, denn die Frage finde ich nicht ganz so einfach, glaube ich, wenn du mit Fußball nicht viel am Hut hast. Aber den besten Fußballer ansonsten haben Peter und ich natürlich auch schon gesehen. Scheiße, ich glaube, das ist der, an den Bram denkt, aber ich sag trotzdem Pelé. Nein! Bitter. Bitter. Pelé ist dabei. Auf der 4. Mit 9 Punkten. What? Auf der 4? Ja. Also, Bram, benötige ich von... Also, pass auf, ich hab sogar einen, ja? Ich glaube, das war so. Das ist nämlich auch, also, das ist ja aller Zeiten, ne? Und deswegen nehme ich, gehe ich mit Maradona. Diego Maradona. Du bist ein kluger Mensch. Kenn sogar ich. Hand of God. Macht der da noch einfach ein Handspiel nehmen, und alle feiern den dafür. Ja doch, der hat mit der Hand ein Tor gemacht. Ja. Er ist nicht dabei. Das ist korrekt. Kann natürlich sein. Er ist nicht dabei. Tut mir leid, Chris. Ich hätte safe gesagt, Maradona gehört in die Liste. Da sind nur 5 Leute. Ja, aber ist trotzdem schon sehr eng. Also... Okay, Christian, fällt dir denn noch jemand ein? Ja, mir fällt natürlich noch jemand ein bei dieser unfassbaren Kategorie, in der man den besten Fußballer benennen muss, der der Community so einfällt. Und der heißt? Da ist natürlich bei jemand, er spricht nur in der dritten Person von sich. Lothar Matthäus. Dass ein Lothar Matthäus natürlich mit in die Liste der besten Fußballer gehört. Gott. Lothar Matthäus. Als ob der dabei ist. Ach komm. Ist euer zweites Kreuz. Die anderen dürfen sich beraten. Okay. Also, Matthias. Ich bin dran, ja? Ja, du bist dran. Du musst jetzt entweder musst du treffen oder die anderen können absnacken. Also, ich kenne ein paar Fußballer natürlich noch. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, ich weiß so gar nicht, mit wem man da gehen soll nach Dings. Weil ich hätte jetzt, kann ich dir aber laut sagen? Wahrscheinlich nicht. Die anderen sind sich ja am Beraten. Das würde ich jetzt nicht so machen unbedingt. Keine Ahnung. Wenn man so einen muss er ja sagen. Ja, einen muss er sagen. Okay, keine Ahnung, Christian. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich würde Lewandowski nehmen. Lewandowski. Ja, das ist eine gute Nummer, weil der ist ja auch aktuell, ne? Lewandowski ist nicht dabei. Das ist euer drittes Kreuz. Und die anderen beiden können jetzt theoretisch 79 Punkte absnacken. Ja, so viele. Wenn sie einen der beiden fehlenden richtigen Namen sagen. Also, Jay, du darfst entscheiden. Ja, wir sollten uns. Die Frage ist jetzt:
erstmal tatsächlich, ob du mit Cristiano Ronaldo, also ist es Cristiano Ronaldo oder Ronaldo als Antwort? Also sind die zusammengefasst, weil es gibt ja noch den Ronaldo, den dicken Ronaldo, R9. Quasi. Hier stehen nur die Nachnamen. Okay, das heißt, Ronaldo wird nicht dabei sein. Scheiße. Nee, da wird nicht differenziert okay, zwischen Ronaldo. Aber ist auch schwierig für die Antwort, wenn die Leute das einsenden. Genau, wenn du halt nur Ronaldo schreibst. Boah, das ist so schwer, es gibt zu viele. Man könnte halt jetzt, entweder nehmen wir jetzt, ja, komm, wir nehmen Mbappé. Ich hätte noch einen Guess. Es könnte okay. Ronaldinho sein, sie dann... Ich hätte Jonathan Apelt gesagt. oder Christian Stachelhaus, der seine Freistoßkünste. Ja, der ist doch viel besser. Mbappé. Also, ich weiß halt nicht, krass. Ob das halt FIFA-Antworten sind oder die Erling Haaland. Stimmt. Aber wenn Lewandowski nicht dabei ist, dann wird Mbappé wahrscheinlich Haaland, auch nicht dabei Mbappé. Sein. Ach, das sind doch so ist schwierig. Fehlen noch viele. Mbappé Beckenbauer. Ist nicht dabei. Oh nein, so ärgerlich. Nice. Das ist Ronaldinho. Fußballfrage. Das heißt, ihr bekommt 79 Punkte, Christian und Dennis. Oh, dass die vor allem, dass Ronaldo zusammengenommen wurde. Also und dann nicht mal über Messi kommt. Das finde ich ja doppelt, das ist doppelt rigged alles. Auf der 5 ist in der Tat Ronaldinho. Ronaldinho, stark. Er hatte 8. Schade. Und dann haben wir auf der 3 noch. Gut. Die Frage ist, ist er es wirklich? Oder ist das eigentlich jemand anders? Was? Ach, Moment. Manuel Neuer! Oh mein Gott! Wirklich? Absolut. Manuel Neuer? Torwartlegende. In den letzten Ich habe noch an Zidane gedacht. Ja. Also andere Antwortmöglichkeiten nach Anzahl der Einreichungen sind wie folgt. Gerd Müller wäre auf der 6 gewesen. Ja. Oliver Kahn auf der 7. Dann sind nur so Bayern-Fans, Rudi Völler. Rudi Völler, dann Klose, dann Thomas Müller, dann Lewandowski, dann was? Michael Ballack. Thomas Müller vor Lewandowski, Alter, das ist wirklich der FC Bayern-Fanclub, der da angeworben hat. Ich hab gar keine Ahnung. Wer ist Walter Frosch? Das ist der mit den Zigaretten auf den Platz gegangen ist, Peter. Ach so, yo! Okay. Ja, ich will nur sagen, wir haben ja der sich die Packung Kippen in den Stutzen gemacht. Ich dachte, das ist Mario Basler. Mario Blaser. Oh Mann, das war knapp. Aber ja, das war in der Tat knapp. Schade. Das waren aber 79 dicke Punkte für Cristiano und Dennis. Wärst du nicht auf den Franzosen gekommen, Sepp, hätte ich, glaube ich, Ronaldinho genommen. Ah, fuck. Das war ein Wild Guess, weil Ronaldinho ist schon echt ein Stückchen her. Ja, so ein Neuer spielt ja noch. Also. Ja, aber es sind die besten Fußballer aller Zeiten. Also. Ja, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Also ja. Schon, ja, klar. Da gibt es unendlich viel, wie gesagt. Ne? Ja. So, Chris, Dizzy und weg. Ah, ja, stimmt, jetzt die Nicht-Team-Captain. Darf ich mal testen? Captain, ja. Funktioniert. Okay. Also Christian und Sebastian, jetzt bitte an die Buzzer. Ich möchte von euch wissen: Wir haben über 24.000 Schnittchen befragt. Nenne das beste Spiel 2021. Christian. Oh fuck, 21. 3, 2, wir sind voll Spieler, vorbei. Das gibt's ja nicht. Die anderen? Wie die anderen? Ja, du. Ja, okay. Also, bestes Spiel 21. Ich habe jetzt unendlich viel Zeit, oder nicht? Nee. Naja, du hast auch nicht unendlich viel Zeit. Du musst auch zügig. Okay, bestes Spiel letztes Jahr war 3. Was habe ich denn krass gespielt? 2-1. Okay. Fuck! Der nächste. Nee, das ist auch. Das dürfte dann jetzt in dem Fall Bram sein. Ich. Okay, irgendein Spiel von letztem Jahr. Age of Empires. Keine Ahnung, ob es dabei ist. Ist nicht dabei. Schade. Aber es ist wenigstens vom letzten Jahr. Jonathan, wie genau brauchst du es denn? Also reicht es zuordnen? Reicht dir die Spielereihe? Also. Oder nee, keine Reihe, bitte. Ich möchte schon zuordnenbar. Okay, dann möchtest du soweit hören wie Call of Duty Vanguard. Ja. Okay, dann nehme ich Call of Duty Vanguard. Ist nicht dabei. Alter, sorry. Wir sind wieder bei dir, Christian. Returnal. Ist nicht dabei. Komm. Sebastian. Was? Wir machen auch Videospiele. Ja, aber 2021 war ein Scheißjahr. Ich nehme Forza Horizon. Forza Horizon 5.
ist dabei. Ja, nice. Auf so, Jake, gönn dir. Alter. Ja. In dem Fall ist jetzt nicht die Top-Antwort gesucht, sondern ihr habt jetzt den Zuschlag, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt den Zuschlag bekommen, quasi, ja. Wir hatten ja unsere Chance, genau. Ja, okay. Gut, dann ist der Zuschlag an Jay und Sebastian gegangen. Forza Horizon 5 mit 34 Punkten ist schon vorgegeben. Drei weitere Spiele suchen wir noch. Ihr habt noch kein Kreuz. Und Jonathan muss sich jetzt entscheiden. Krass. Ich hätte gesagt, das ist für Battlefield. Alter, was? Also das neue Battlefield. Ja, du meinst, 2042 du meinst Battlefield 2042. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen hat unsere Community nicht entschieden, dass Battlefield 2042 zu den besten vier Spielen des Jahres 2021 zählt. Das ist euer erstes Kreuz. Ey, wenn er Forza Horizon 5 auf 2 ist, dann kann ja, er auch Battlefield ein Megaspiel, ja. Also ich glaube, Forza ist doch objektiv besser als Battlefield. Ja, okay. Ich mochte Battlefield. Ja. Sebastian. Kann das, das kann noch 2021 war die Frage. Ja, richtig. Ja. Vor etwas mehr als 4 Monaten. Kam Crusader Kings 3 2021 raus? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, ja, aber möchtest du... Ja, nehmen wir das. Ja, ich muss ja irgendwann was picken. Ja, wäre nicht schlecht. Okay, Crusader Kings ist euer zweites Kreuz. Die anderen müssen sich auch schreiben, schreiben, ne? Ja, ist richtig, ihr dürft schreiben. Es bleibt bei Jonathan. Boah, was für eine schwierige Kategorie, damit habe ich nicht gerechnet. Alter, voll Müll war letztes Jahr. Ja. Ja, okay, komm, ich sag FIFA 22. Oh Gott. Okay. Die besten Spiele genannt. FIFA 22 ist ebenfalls nicht dabei. Da habe ich halt viel gespielt. Ja, ne, ist ja okay. Dann nehme ich halt Gothic. Unsere Community scheinbar nicht so sehr. Du musst ja unsere Community einschätzen. Komm, Chris. Eigentlich läuft das so, müsste nicht jetzt jeder einen sagen und der Team-Captain entscheidet dann? Was? Ja, bei dem normalen Familienduell, meinst du? Also wir haben zwei, die ich gar nicht schlecht finde. Das Familienduell, das kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ihr müsst mir einen von beiden müsst ihr mir sagen. Choose your favorite. Ich trag mit. Also, wir haben's. Also, ich würde mit dem zweiten gehen, weil das mehr auch im Stream und so gelaufen ist. Ja, ist okay. Ist beide super stark. Ist ja komplett durchgestreamt. Deswegen würde ich sagen Resident Evil Village. Ist beide stark, nehme ich mit. Ist auf jeden Fall dabei. Das andere wäre Halo gewesen, aber wir nehmen Resident Evil. Ja, okay. Das ist dann eine Entscheidung gewesen, auf jeden Fall, die euch die Punkte bringt. Jawohl, Stachelhaus! Als ob! Das ist nur Platz 3. Ja, das ist gar nicht geil. Wir haben noch also 2021 haben wir noch richtig im Kopf, Leute. Ja, voll. Aber, It Takes Two? Ja. Wenn ich jetzt so reingucke, ja, scheiße, da kam ich aber nicht. Das ist die Top-Antwort. It Takes Two ist die Top-Antwort. Das war auch wirklich das wäre jetzt auch so auf Anhieb mein bestes Spiel. Das war auch ein mega gutes Spiel. Das habe ich nie gespielt. Aber das habe ich nicht so viel gespielt. Also, ne, zeitlich war das irgendwie eine Woche und dann war es halt quasi weg. An einem Tag durchgespielt. Okay, was könnte Platz 4 sein? Und sonst ist echt. Halo. Kein Schmutz. Titel sein, der jedes Jahr kommt. New World? Nee. Hero. Loop Hero? Nee. Okay. New World. Nah dran. Nicht? Bei mir war es sehr weit oben. Das. Bei dir Nummer 4. Disco Elysium. Nee, das ist noch älter. Deathloop. Ja. Ah. Das haben wir auch nicht gespielt. Deathloop wäre Platz 4 gewesen. Weitere Antworten in der Reihenfolge sind Hitman 3, die 5. FIFA 22, die 6, Jonathan, gar nicht so weit weg. Nein! Aus irgendwelchen Gründen Minecraft auf der 7? Ja, wegen dem Höhlenupdate. Ja, wahrscheinlich. Age of Empires 4 dann Battlefield, dann Formel 1, dann New World, dann Far Cry 6, dann Humankind, dann Loop Hero. New World kam auch noch raus. Ey. Humankind war letztes Jahr. Ach so, das Strategiespiel. Ja, das Strategiespiel. Boah, Alter, ey, das war aber kein starkes Jahr, ey. Das war ein katastrophales Jahr. It takes two war aber nice. Auf dieses Jahr. Und dieses Jahr werden einige Sachen verschoben auf nächstes Jahr, also. Ja, ich sag mal so. 2022 wird besser. Das sieht hart aus, Jonathan. Wir kriegen doppelte Punktzahl, das ist in der letzten Runde immer das Speziale, ne? Nee, tut mir leid, das ist leider das Speziale. Nicht. Kannst beim Italiener anrufen, kriegst du Speziale. Aber ihr könnt trotzdem da noch... Da musst aber aufpassen, Speziale heißt immer grundiert mit Thunfisch. Wirklich? Speziale Alforno. Ja, aber ihr könnt trotzdem aufholen so ein bisschen noch. So, weißt du, ein bisschen versuchen für die Ehre und so weiter und so fort. Für Ehre? Für Ehre. Und dafür bitte ich nochmal Jay und
Bram. Bram. ich hab das hier falsch rum notiert, leider. Ich fänd's super, wenn von uns irgendwer heißen würde. Wieder an den Buzzer und ich möchte von euch wissen. Nennt uns die schönste Stadt Europas. Bram. Paris. Paris? Was? Ihr lacht, also, ist Platz 2 mit 35. Das ist ja wohl, boah, das ist aber gar nicht so einfach. Ich tippe mal, ich könnte mir vorstellen, dass es London ist. London ist nicht dabei. Was? Was? Oh Gott. Bitte was? Das wäre jetzt auch mein Guess gewesen, Jay. Keine Warum Schande ist denn auf Paris dich. Auf die 2? Das ist die Stadt mit dem meisten Tourismus auf diesem Planeten. Weil noch keiner in Paris war, Jay. Weil noch keiner in Paris war. Alle haben nur diese filmische Vorstellung von Paris. Ja. Man war noch nicht da. Also man muss ja sagen, Paris ist von den Gebäuden schon, ist schon geil. Ja, aber so und das alles ist dreckig und die Menschen sind Paris. Schmutz. Das ist halt nicht geil. Ja. Also, was war die Frage nochmal? Ich hab Nennt uns die schönste Stadt Europas. Du hast ja schon delivered, Bram. Achso, auch super schön und ich glaube sehr beliebt, nehme ich mal München. Oh. München kann man ist euer auf jeden Fall Kreuz. Gut leben. Okay. Dann gehe ich mit Rom. Rom? War ich auch noch nicht, leider. Ist auf Platz 3. Not bad, Alter. Nice. Fehlt euch noch eine Stadt, die so viele Punkte bringt wie die Platz 2. Also das Problem ist, Peter, ich weiß halt, wo der Großteil unserer Zuschauer wohnt. Aber die Stadt ist halt, weiß ich nicht, ob man die als die schönste Städte Europas zählen würde. Deswegen, ich war letztens in der Stadt, die war auch sehr schön. Wir haben ja erst ein Kreuz. Ich glaube, das mögen sehr viele Leute. Ich kann jedem empfehlen, dahin zu fahren, ist Barcelona. Barcelona Oi. Ist wirklich eine schöne Stadt. Die ist wirklich geil. Aber nicht dabei, euer zweites Kreuz. Okay. Tja, jetzt habe ich die Problematik. Wir sind natürlich bei unserer Ihr dürft Community. Euch beraten, ne? Und Jay und Sepp, ne? Habt ihr mitbekommen. Ja, ihr habt sogar ein bisschen mehr Zeit, ja, weil ich werde jetzt kurz noch aus, weil ich glaube nämlich, unsere Community könnte einen lucky, lustigen Guest gemacht haben. Und deswegen werde ich mit Weze gehen. Was? Nur aufgrund der Community. Nicht, weil Weze die schönste Stadt dieses Planeten ist. Weil dann, selbst wenn es das nicht ist, habt ihr die Wahl zwischen allen anderen noch. Und dieses Community-Ding ist wenigstens raus. Ja, okay, ich verstehe die Herangehensweise. Deswegen würde ich Weze nehmen. Ich hoffe, Christian vergibt mir das. Es ist auf jeden Fall falsch. Weze ist nicht dabei. Euer drittes Weze mit in der Liste? Ja, dann würde ich auch noch eher Gießen nehmen. Weze ist nicht in der Liste. Nee. Ich glaube, die Leute wissen nicht mal, wie man Weze schreibt. Mit Doppel-E. Und also, 3E. Sepp, wir können gerne deins nehmen, weil es geht ja um nichts mehr, aber ich sag definitiv als Captain, das ist nicht die richtige Antwort, aber ich können wir gerne trotzdem deins nehmen. Du hast auch an Paris nicht gedacht. Also du wolltest ja auch Mbappé nehmen statt Ronaldinho. Du hast gesagt, also, wir könnten Mbappé nehmen. Ja, aber ich habe gesagt, lass Ronaldinho deswegen, nehmen. Okay, deswegen nehmen wir Amsterdam anstatt Berlin. Weil ich sag Berlin, weil unsere Community ist lost. Genau, Berlin ist halt auch null die schön. Leute von uns kommen aus ich Berlin. Weiß. Deswegen, genauso wie Paris. Deswegen dachte ich halt, dann können halt Berlin auf ja, der 1 sein, Paris weil die hat meisten zumindest in Berlin noch diese, wohnen, diese Vorstellung, dass es da schön ist und die Gebäude sind da wirklich sehr schön, genauso wie in Rom. Also Berlin wäre nicht das dabei gewesen, Berlin. Kann ich euch jetzt Jeder schon sagen. Jeder liebt doch sein Berlin. Krass. Wisst ihr, Berlin ist nicht dabei, Jonathan. Berlin ist nicht dabei. Okay. Ja, hab ich doch gesagt. Amsterdam, wie gesagt, haben wir ja auch eingeloggt. Ja, ich weiß. Jetzt Amsterdam wäre ganz schön nice. Das ist natürlich Amsterdam. Amsterdam ist niemals halt Amsterdam. Wenn Amsterdam wäre, dann wäre ich ein ganz schöner Lappen. Madrid oder Berlin wäre meine Amsterdam ist auf jeden Fall vor Berlin in der Liste. Okay, das wundert mich nicht. Und es ist aber nicht auf Platz 1. Was? Madrid? Nice. Die Punkte gehen an Christian und Dennis, die hier einfach mal flawless durchrocken. Geil. Mit Hilfe. Ist es denn eine deutsche Stadt überhaupt? Nein, aber Christian, ich dachte am ehesten an dich. Oh, wie als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich schon, du sagst es jetzt. Aber dann kommt Madrid. Barcelona. Ja, es war Wien. Fuck. Wo war Los Angeles? Ach, Wien. Nee. Wien. Wien. Ach ja. Wien. Es ist Wien. Wien. Es ist Wien. Wien ist mega schön. Wien ist doch super, ja. Ich hatte auch kurz gedacht, dass Christian Wien Hätt sagt, jetzt aber Wien nicht auf die Amsterdam ist doch schöner als Wien. Ich muss so, ja. Es ist Wien geworden. Wien ist schon schön, kann man schon da lassen, ist schon okay. Die höchste deutsche Stadt ist aber auch eine schöne Stadt und hat noch ein bisschen besseres Wetter. Das ist so das.
Auf Platz 4 wäre Hamburg gewesen. Schönste deutsche Stadt laut unserer Community. Ja. Dann kommt London. Hamburg ist vor München, oh Leute. Dann kommt Georgsdorf. Georgsdorf? Was ist denn Georgsdorf? What the fuck? Was? Hat da so ein Dude aus der Community geschafft, so irgendwas reinzufressen? Ja, keine Ahnung. Wo liegt Georgsdorf? Seine Gemeinschaft. Geil. Es hat 1344 Leute, die müssen alle abgestimmt haben. Über wie, wisst ihr, wo Lingen ist? Nee, was ist denn da bei euch? Meppen? In Niedersachsen ist Meppen das. Süd! Das ist in bei Meppen Süd ist das. Das ist bei Enschede, wo der Zugunfall war. Das ist ja insane, Georgsdorf. Keine Ahnung, was das soll. Dann Prag, dann Amsterdam, dann Berlin, Amsterdam, dann München, dann Venedig, Gießen, Barcelona, vielleicht Köln, Florenz. Kommt Sven aus Georgsdorf oder wie das da heißt. Vor Barcelona. Ne, Gießen ist hinter Berlin. Ah, schade. Gießen ist vor Barcelona, ich krieg's. Aber Gießen ist vor Dresden. Ja, aber nur wegen dem Community-Ding, Christian. Das ist mir schon klar. Ja. Nee, die Leute meinen ernsthaft Gießen. Was hat denn Gießen so zu bieten? Das Elefantenklo und das Dönerdreieck. Elefanten. Ja, und den geilen Griechen. Und Knossos. Das stimmt. Knossos, so hieß der, genau. Knossos. Ja, und damit beenden wir die heutige Folge Schnittchen-Duell mit Jay und Sebastian. 83 rasiert. Punkte, Chris und Dennis. Nice, Chris, haben wir stark gemacht. 278 Punkte, jede Runde geholt. Und euch würde ich bitten, liebe Community, gerne wieder abstimmen. Der Link ist in der Videobeschreibung für die nächste Folge. Und euch vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.